Hi zusammen, mein Name ist Susli und heute will ich euch so ein kleines Wasserrad zeigen. Vorne sind zwei kleine Zahnräder, wo ich solche Plastikplatten zusammengepresst habe. Und dann halt das Getriebe. Ich habe es schon mal draußen mit einem Wasserschlauch ausprobiert, das funktioniert gut. Hier habe ich ein bisschen Salz. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel irgendwas zu mir ziehen und dann mit dem Wasserschlauch auch wieder zurückziehen. Weil wenn das Wasser dann von oben so runterfällt, dann dreht sich dieses Zahnrad so, das andere dreht sich dann wieder andersrum. Und dann geht es über ein Riemengetriebe hier. Und dann geht es über ein Riemengetriebe hier drin. So weiter. Und dann dreht sich es halt so. Die Stärke, die liegt zum Teil am Wasserstrahl. Und wenn der Wasserstrahl halt ganz fest ist, dann kann es immer noch nicht ganz stark sein, weil der Riemen, der ist eine große Schwachstelle, weil ich halte mal das hier kurz an irgendwie und drehe dann und dann so jetzt habe ich jetzt biegt der Riemen sich durch, weil der Riemen ist halt nicht so stark. Das heißt, er kann nicht so viel Kraft übertragen. Ja, das habe ich selbst gebaut. Das ist kein Lego, sondern das ist eher so eine Art, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das kommt von so einem Physikkasten. Und ja, habe ich alles selbst zusammengebaut. Ja, mehr habe ich auch bis jetzt nicht. Auf der anderen Seite ist nichts, nur hier ist das Getriebe. Und ich musste hier ein paar Stellen das Seil so zusammenknoten, weil dieses eine Seil war aus viel längeren Seilen. Und ja. Tschüss.